hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jahr. Ja, ist erstmal alles uninteressant hier. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Das wollten wir eigentlich gar nicht. Still, Kind. Belästigt euren Cousin nicht. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen... Ja, darf ich eure Schmiede benutzen? Genau, das wollte ich doch fragen. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Und was denkt ihr über den Krieg noch? Darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbieten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt. Und das Kaiserreich war immer gut zur Himmelsrand. Okay. Fragen wir hier noch, warum die Talmor die Anbieter von Talos verhaften dürfen? Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talos-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen, das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Ich glaube, uns reicht's erstmal. Also gut. So Leute, ich stell mal. Machen wir einen neuen Spielstand hier. Und ich stelle noch mal ganz kurz die Webcam ein bisschen heller ein. Wo ist er? Da ist er. Die ist schon fast auf Maximum. Können wir noch irgendwas? So, hier könnten wir es noch ein bisschen hochstellen. So. Ich glaube, jetzt müsste man mich auch ein bisschen besser sehen. Okay. Manchmal stürzt er bei mir ab, wenn wir, wenn ich diesen Alt-Tab mache. Auch jetzt bitte nicht bei jedem Goldstück hier diese Animation. Okay. Ah, ich suche mal noch den Kleiderschrank. Ach, Bergmannstiefel. Nein, danke, die kannst du behalten. Amethyst werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich weiß nicht, was dieses Handsymbol dahinter bedeuten soll. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt gestohlen haben. So, das war's hier gewesen, ja. Dann gehen wir mal runter, was sie da haben. Kessel, ein Jagdbogen, aber... Den könnten wir nur stehlen. So, Eisenpfeil noch mitnehmen.
ihr wirklich einen Drachen gesehen? Ja, kleines Mädchen, habe ich. Der hat uns Papa fast gefressen. Sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Hm. Das können wir leider nur stehlen hier, ja, aber ich habe noch ein paar Truhen. Beziehungsweise eine Truhe aber und ein Kleiderschrank. Furplate, jawohl, nehmen wir. Gold nehmen wir mit. Und der Rest, Horkerzahn, doch, den nehmen wir auch noch mit. Aber der Rest lohnt sich nicht. Und was haben wir hier noch im Kleiderschrank? Ein Hut. Nein, danke. Mein Vater ist Alvor, der Schmied. Ich bin seine Assistentin. Ich meine natürlich was ist dein mit dem Lehrling. Trollfett? Ich glaube, das Trollfett nehmen wir auch mal mit. Vorsichtig. Ja. Okay. Dann war es das hier. Wie spät haben wir es? 9.55 Uhr. Abends. Kommen wir da wirklich noch in den Handelsladen rein? Mal gucken. Falls der zu ist, müssen wir erstmal ein bisschen schlafen. Nee. Gerade noch so. Nun, einer von uns muss etwas tun. Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Kein Drama, keine Diebesjagd. Na, ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier. Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn: ein Ornament aus massiver Drachenklaue. In Form einer Drachenklaue. Wir können euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ölsturzhügelgrab noch euer Plan, gehen. Lukan? Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Bei den Acht. Nein. Ups, ich hab das Falsche hier benutzt. Ich wollte bloß mit ihm reden. Muckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Gut, dann schauen wir mal, was wir zu verkaufen haben hier. Auf jeden Fall sollten wir erstmal auf uns wechseln. Und Amethysten können wir wegmachen. Bärenklauen, ich weiß nicht, die lassen wir vielleicht noch. Die Capes, die, ja, weg damit. Eisenhelm weg. Das lassen wir noch. Was sind Fußlappen? Mehr trage ich nicht. Doch hier kaiserliche leichte Stiefel. Fußlappen können wir wegmachen. Horkerzahn lassen wir auch erstmal. Korb. Ich weiß nicht, was ich mit dem machen wollte. Die Novizenrobe, die können wir auch weg. Der Rubin. Ah, Redekunst verbessert auf 16. Sehr schön. So, Schwarzdolmet können wir verkaufen. Silberne Granatring. Silberring Left. Geberschwanz. Wo den hätten wir vielleicht noch behalten können, aber ist egal. Mhm. Gut, sehr schön. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ölsturzhügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Ja, den sehe ich.
Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch. So, aber bevor du gehst, ich möchte hier noch was erledigen. Hier entlang. Hier entlang. Das heißt, ich werde mich mal ein bisschen hinlegen bei Alvor und Sigrid. Ich hoffe, die haben noch ein Plätzchen frei. Scheint so. Nee, Schlafenbett fremd. Schlafenbett. Ja, komm. 10.43 Uhr. Dann werden wir mal 8 Stunden. 8, 10 Stunden. 9. 9 müsste reichen. So, 7.44 Uhr, genau. Das reicht auch. Suchen wir nämlich noch einmal diesen Sven auf. Was haben wir hier? Tomate. Na, wo sind sie alle? Es ist noch nicht 8 Uhr, ne? Aus der Akademie in Winterfeste. Wer redet da? Wer redet da? Ein Geist. Ich habe keine Ahnung, wie die sein soll. Gewesen irgendwie. Fragt mich nicht warum. Aber auf jeden Fall haben wir hier nochmal eine Ader. Ah, hier. Okay. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. So, aber noch mehr ist hier nicht. Nein, nein. Sieht nicht danach aus. Schauen wir doch gleich mal, ob hier unsere möglichen Begleiter dabei sind. Was wollt ihr? Embrich, ist das denn? Doch kein Geld, oder? Nö, noch nicht. Ja. Gerdu? Ich bin die Eigentümerin der Sägemühle und zahle gut. Und mit Vorräten meint ihr sicher Waffen und Rüstungen. Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Ja, das weiß ich doch schon. Auf Wiedersehen. Also ihr wollten wir ja gar nicht. Sucht ihr ab. Hier ist Rot. Habt ihr hier im Flusswald was zu erledigen? Das gibt's. Komm, ich mach das hier für dich. So, bitteschön. Dann brauchst du es nicht machen. Wenigstens ist der verdammte Krieg nicht bis hierher vorgedrungen. Noch nicht. Wo ist der denn, verdammt? Hoch.